Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich gleich ein Date bei meiner Schwägerin in Spee und da möchte ich dir einfach mal zeigen, was ich an Adventskalendern gebastelt habe oder wie ich die Adventskalender zusammengestellt habe, denn die möchte ich ihr gleich geben, beziehungsweise auch meiner Stiefschwiegermama in Spee. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe zwei Adventskalender, die ich jetzt selber zusammengestellt habe für Ladies. Das ist einmal für meine Stiefschwiegermama in Spee und für meine Schwägerin in Spee. Und vielleicht kannst du da auch ein bisschen Inspiration sammeln, ne? Was kannst du vielleicht in den Adventskalender reinpacken. Ich starte, wie gesagt, mit dem für meine Stiefschwiegermama in Spee und musste mich natürlich, weil der Essens-Adventskalender ist echt winzig klein von den Kläppchen, ne? Zurückhalten und musste aufpassen. In Kläppchen Nummer 1 habe ich von Dresdner Essenz Der Tag gehört dir, eine Pflegedusche mit Bio, Orange und Yuzu. Genau, das fand ich ganz cool, weil meine Stiefschwiegermama in Spee halt auch viel auf so natürliche Sachen achtet und halt nicht viel verträgt von der Haut her. Ne? Deswegen musste ich da auch wirklich aufpassen. So, Nummer 2. Das Kläppchen Nummer 2 ist halt ein bisschen kleiner. Da habe ich reingepackt von Duft and Duft Sugar Delight, eine Nourishing Hand Cream, weil meine Stiefschwiegermama in Spee liebt Handcreme. Und Duft and Duft ist ja so eine neue Marke. Fand ich auch ganz cool. Immer wenn sie hier ist, muss ich irgendwo eine Handcreme bereitstellen. Weil wenn sie dann auch Sammy streichelt, dann wäscht sie sich halt die Hände. Und dann muss halt wirklich eine Handpflege mit her. Und halt zu Hause, denke ich doch auch mal. Ne? Also ich denke nicht nur, dass sie hier sich so auf die Hände eincremt. Die Nummer 3 ist jetzt wieder von so einer mittleren Größe. Da konnte ich etwas Größeres reinmachen. Natürlich darf auch eine Schokolade nicht fehlen von Dolphin. Chocolat au lait mit Spicy Loose oder so. Das ist auf jeden Fall so eine Spekulatius-Schokolade und das fand ich echt geil. Ne? Die Nummer 4 ist jetzt von der größten Größe, also von dem Außenring von dem Essens-Adventskalender. Da habe ich etwas reingepackt von Yves Rocher und zwar ist das so Comforting Shower Balm mit Shea Butter für extra trockene Haut. Ja, ich denke, dass sie sich da auch sehr drüber freuen wird, weil sie hat teilweise jetzt auch im Winter extra trockene Haut und da kann sie das gut gebrauchen. Das ist wirklich etwas wie so eine Art In-Dusch-Body-Cream quasi. Also das pflegt die Haut halt auch unter der Dusche. Meine Haut ist nicht trocken genug dafür. Dann habe ich hier die Nummer 5, die wieder aus dem innersten Ring ist und sehr, sehr klein. Ja, hier habe ich auch mal einen Nagellack reingepackt und zwar von Maybelline Superstay Forever Strong 7 Days. Das ist einfach so ein klarer Nagellack und sie fragt mich immer wieder, was ich so für Nagellacke empfehlen kann. Ich habe den hier in anderen Farben, finde ihn super toll und ja, da konnte sie dann jetzt auch mal einen Nagellack bekommen. Ja, ich versorge mein Umfeld sehr gut. Nikolaus. Nikolaus, finde ich, es muss immer irgendwie was Besonderes sein. Und auch hier habe ich an etwas Besonderes gedacht. Und zwar habe ich hier ein etwas gehobeneres Produkt. Und zwar von Charlotte Mainzen. Naturpur Balance. Das ist eine Tagespflege. Das ist eine Tagescreme, so eine kleine Größe. Und ja, es ist natürlich. Es ist von einer höheren Marke. Es ist, ne, so ein bisschen schicker. In andere Adventskalender habe ich zum Beispiel auch Socken reingepackt, aber hier passen keine Socken rein. Das ist halt ein bisschen limitiert vom Platz her. Aber ich denke, sie wird sich schon drüber freuen. So, die Nummer 7 ist wieder so eine kleine. Da habe ich einen ganz, ganz, ganz tollen Lippenpflegestift reingepackt. Und zwar von Birds & Bees, den Honig-Lippenpflegestift. Den habe ich irgendwann mal auf Amazon geholt. Ich weiß gar nicht wann. Ne? Hatte ich aber schon immer für Adventskalender mit zur Seite gelegt. Das ist total super. Und es ist natürlich, es ist Pflege. Es wird gut funktionieren. Die Nummer 8 ist auch wieder so ein kleines Kläppchen. Also da hatte ich echt, also dieser Adventskalender, den zu befüllen, das war echt ein Struggle. Ne? Ich meine, Essens hat das ja damit gelöst, dass die unfassbar viele Nagelprodukte, Nailsticker und hast du nicht gesehen, reingepackt haben. Das wollte ich so ein bisschen umgehen. Auch wenn ich hier jetzt ein Nagelprodukt reingepackt habe. Und zwar Essens Easy to Polish. Da wollte ich immer so ein bisschen, keine Ahnung, einfach mal so, ne, probier mal was Neues, ist doch cool. Keine Ahnung, so ein bisschen sowas in der Art, ne. Das machst du dir halt auf deine Nagelhaut drauf und dann kannst du dir die Nägel lackieren. Und, ja, kannst quasi drüber lackieren und dann kannst du es halt wie so eine Gummigeschichte abmachen und hast halt keine Lackierfehler. Das fand ich auch ganz witzig. Die Nummer 9 ist wieder vom Außenring, also schön groß. Und da habe ich ihr reingepackt etwas von Ahava. Und zwar wieder eine Handcreme, weil sie ist echt ein Handcreme-Freak. Nein, sie ist kein Freak, aber sie liebt Handcremes, ne? That's the Water Mineral Hand Cream. Das ist die Water Hand Cream, die halt wirklich nochmal extra Feuchtigkeit spendet. Die habe ich tatsächlich ja auch in der nicht Water, sondern in der Dead Sea
Mineral Water, irgendwie halt eine andere Version davon, die dunkelblaue oder türkise, habe ich ja auch schon gehabt, fand ich richtig klasse. Und ja, also für sie ordentlich Handcreme, das muss sein. So, die Nummer 10 ist hier. Also ihr ahnt nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe, diese ganzen Adventskalender zu befüllen für meine Familie und so weiter, ne? Das ist richtig, also challenging, ich sag euch das. Dann habe ich hier von M. Asam Retinol, ja, ich wollte ihr mal Ampullen auch mit reinlegen, dass sie das mal austesten kann. Ja, passt eigentlich auch ganz gut, ne? Da sind 2 Ampullen drin, dann kann sie das mal austesten, ob das was für sie wäre. Und ja, deswegen habe ich das für sie auch mit reingepackt. Und ich finde irgendwie in letzter Zeit, Ampullen gehören auch irgendwie mit in den Adventskalender rein. Denn du findest ja in fast jedem Beauty-Adventskalender diese ganzen Ampullengeschichten. Ne? Das ist echt Wahnsinn, wie das dieses Jahr abgeht. Ich meine, gut, dieses Jahr haben wir sowieso per se schon mal arsch viele Adventskalender, aber gut. Die Nummer 11, auch wieder aus dem inneren Ring. Also da was zu finden, Leute, was dann vor allem auch immer zu der Person passt, ne, ist gar nicht so leicht. Also wenn ihr mal einen Adventskalender befüllen wollt, viel Spaß, es ist schon krass. Also vor allem, wenn man halt vom Platz her limitiert ist, ne. Da habe ich auch wieder was für die Hände und zwar von Mercy Handy Hand Cleansing Gel. Ich glaube, sowas kennt sie gar nicht und das wollte ich immer mit reinpacken, weil sie, wie gesagt, halt sehr dann auch so sich mit ihren Händen beschäftigt. Und sowas ist auch gar nicht so verkehrt. So, kommen wir zur Halbzeit. Auch die Halbzeit war hier so klein drin. Das fand ich ein bisschen schade, weil du dann ja auch wieder limitiert bist vom Platz, ne? Aber, naja, es ist auch immer blöd zu öffnen, weil du musst immer erst diese eine Lasche hier öffnen, nämlich hier so eine Schere zu Hilfe. Ansonsten reiße ich das ganze Ding auseinander. Das will ich natürlich nicht, weil der ja weiter wandern soll. Auch in der 12 habe ich ein Produkt, was halt von der Marke her super interessant ist. Anayaki ist das. Ultimate Creme. Das ist eine Antifaltencreme. Unser Nachbar wischt jetzt gerade neben meinem Fenster sein Auto. Also wenn ihr es rauschen hört, in der Mittagspause. Was soll das denn? Unfassbar. Ja. Ja, ich glaube, er hat auch eben gewunken. Der sieht mich ja hier, ne? Das ist unfassbar. Okay, ja, auf jeden Fall das in der 12. Nummer 13 ist jetzt vom äußeren Ring. Das ist halt wieder ein größeres Kläppchen. Das ist dieses hier. Lässt sich dann aber dementsprechend auch viel einfacher öffnen. Da habe ich ihr reingepackt, na, mal wieder eine Handcreme von By Terry. Das ist eine Rosenhandcreme, richtig geil, ne? Oh. Ja, ich denke, die wird mit den Handcremes echt ihre Freude haben. Also sie hat mehr Freude mit Handcremes als ich. Definitiv doch. Also ich merke gerade wirklich, wie viele Handcremes ich hier reingepackt habe und finde es sehr interessant. Schon die dritte Handcreme. Aber sie wird sich drüber freuen, ne? Das jetzt, ich kenne sie. Das ist wirklich so. Okay, die Nummer 14 ist auch wieder vom äußeren Ring. Hier. Ich glaube, die wird sich sowieso über den Adventskalender freuen. So, das ist was zu essen. Da habe ich ihr reingepackt. Oh ja. Von Broderick's Handmade in Ireland. Tiff Toff in the Toffin. Das ist quasi so ein belgisches Yam-Yam. Süßigkeiten-Gedöns. Und die sind halt sehr, sehr oft so in Holland und so, ne, weil wir hier echt in der Nähe der holländischen Grenze wohnen und mögen auch gerne diese Speisen, die es dort gibt. Und jetzt habe ich immer was aus Belgien hier mit reingepackt. Ja, so, 14 war das. Dann gehen wir jetzt weiter zu Nummer 15. Die ist in dem mittleren Ring hier drin, also auch wieder von der Größe okay her, dass man da was reinpacken kann. Hier habe ich ein Sprudelgedöns reingepackt, wie auf Wolken. Ein Fußsprudelbad. Ja, die haben leider keine Badewanne, aber ich weiß, dass sie auch ihre Füße sehr gerne pflegt. Wieder aus dieser Reihe mit Bio-Kalendula und Mandarine. Wobei, nee, das andere war mit Orange, glaube ich, ne? Ja, ne, sowas kannst du gut gebrauchen. Es riecht halt auch wirklich geil. So, das war die 15. Dann haben wir hier wieder eine 16 aus dem mittleren Ring. So eine kleine Geschichte. Oh, die 20, die daneben ist, ist riesengroß. Also riesengroß befüllt, deswegen hat sie das gerade so ein bisschen eingeschränkt. Ja, da habe ich ihr eine Mascara reingepackt und zwar die Sexy Pulp Mascara von Yves Rocher. Ich weiß, dass sie Yves Rocher kennt und mag, deswegen habe ich ihr das eine oder andere davon auch mal reingepackt. Und die Sexy Pulp Mascara hatte ich letztens, als ich da bestellt habe, als Probe quasi mit drin. Die habe ich damals sehr, 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 sehr häufig und sehr gerne verwendet. Also, ne, das ist halt auch eine vollkommene Empfehlung von mir. Da wird sie sich auch drüber freuen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Sie fragt mich, also sie ist halt wirklich auch jemand, die eine aktive Nutzerin meiner Krabbelkiste ist und dementsprechend dann auch immer wieder was testet und schaut, ob das bei ihr funktioniert und so weiter. Und über sowas, über dekorative Kosmetik, wird sie sich auch sehr freuen. Dann sind wir jetzt bei der Nummer 17. Die ist jetzt im mittleren Ring. So, das ist von Weleda, eine Zitrus-Erfrischungsdusche. Auch darüber wird sie sich freuen. Weleda ist eine schöne Marke. Das ist sehr, sehr natürlich alles und hautfreundlich vor allem. Die Nummer 18 ist auch wieder im mittleren Ring.
Ja, so ein kleines Vieh. Ha. Voll am Rödeln da mit dem Hochdruckreiniger. Es tut mir sehr leid. Genau. Ja, weil sie so handaffin ist, habe ich ihr natürlich auch Nagelfeilen mit reingelegt. Die sind von For Your Beauty. Da sind 3 Stück drin. Genau. Und da kannst du halt schön dich auf die Couch setzen, deine Nägel feilen. Ich schneide meine Nägel ja zum Beispiel auch gar nicht mehr. Ich feile die nur. Übrigens auch meine Nagelkombi, wie auch in den letzten Videos, ist ja die gleiche. Verlinke ich die unten in der Infobox. Also es ist quasi meine Lieblingsnagelkombi jetzt so, ne? Für Herbst, Winter. Ich finde die voll geil. Ja, Sally Hansen und Miss Lind sind da übrigens die Kombinationslacke. So, dann gehen wir mal zu Nummer 19. Die ist im mittleren Ring. Da habe ich wieder was von Veleda aus dieser Zitrusreihe. Also ich habe bei ihr die ganze Zitrusreihe auch mit in dem Adventskalender drin, dass du halt quasi eine komplette Reihe mit dabei hast. Das ist die erfrischende Feuchtigkeitslotion. Die kannst du dann auch in Kombination verwenden mit der Dusche zum Beispiel zusammen. Und ja, ich finde es immer schön, wenn du halt die Produkte aus einer Reihe so verwenden kannst. Deswegen mag ich eigentlich auch ganz gerne so parfümierte Duschgels und parfümierte Bodylotions. Die sind zwar von der Pflegewirkung her nicht so geil, deswegen benutze ich sowas lieber im Sommer. Aber ja, du hast halt wirklich dann allround überhaupt insgesamt diesen Duft, ne? Das finde ich ziemlich geil. So, jetzt kommen wir mal zu diesem vollgeproppten 20er-Türchen. Also, man sieht es, ne? Ich habe etwas voll gemacht, aber man will halt das reinkriegen, was man reinkriegen will. Deswegen hoffe ich, dass ich es raus und wieder reinkriege. Genau, da habe ich wieder etwas von Veleda drin. Und zwar ist das eine 2-in-1 erfrischende Reinigung. Genau, das ist eine Reinigungslotion, genau. Genau, das muss ich jetzt gar nicht rausnehmen, es ist halt eine Lotion hier drin, ne? Die kannst du so nehmen, dann aufs Gesicht geben und dein Gesicht entsprechend reinigen. Dafür musst du jetzt nicht, weiß Gott, wie geschminkt sein. Das geht auch einfach nur, um das Gesicht zu reinigen, ne? Auch so verstopfen die Poren. Jetzt muss ich das wieder reinfriemeln. Tja, reingefriemelt. Wieder hier reinstopfen. Uff, gut, 21. Auch wieder im inneren Ring. Also das finde ich bei Essence, bei diesem Adventskalender halt echt blöd, dass du diese vielen kleinen Viecher hast, ne? Komm raus. 21. Ja, wir nähern uns Richtung Weihnachten. Huch, hier habe ich eine Parfümprobe reingemacht, weil ich finde, dass dieses Parfüm zu ihr super passt. Das ist von Yves Saint Laurent, das Black Opium. Und das ist halt Richtung Weihnachten. Das heißt, sie kann dann ein paar Tage vor Weihnachten schauen, ob ihr der Duft überhaupt gefällt und das dann zu Weihnachten tragen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Black Opium habe ich als große Flasche und finde es einfach passend zu ihr, ne? Weil das so edel, so weiblich ist und so ist sie halt und das passt zu ihr. Deswegen durfte das auch mit rein. Dann kommen wir zu Nummer 22, die auch im mittleren, die im inneren Ring sich befindet. Und hier habe ich dann so einen richtigen Weihnachtsnagellack von Yves Rocher. Die Yves Rocher Nagellacke finde ich klasse. Die sind super von der Haltbarkeit her und auch vom Auftrag. Die haben ein schönes, breites Pinselchen. Deswegen durfte das mit rein. Das ist jetzt tatsächlich auch die Farbe Cerise Noir. Also quasi so ein dunkles Rot, Kirschrot, Gedöns, ja. Ja. Dann nehmen wir uns die letzten 2 Kläppchen vor. Da habe ich einmal die Nummer 23. Die ist im mittleren Ring zu finden. Da haben wir wieder ein bisschen Schoki, um den ganzen Weihnachtsstress wegzufuttern. Sie liebt Schokolade, ich weiß das. Und immer so kleine, das ist dann mit einem Haps verschwunden. Dozy and Damn Dark Chocolate mit Maple Toasted Rice und Pink Salt. Also das ist natürlich auch richtig, richtig geil. Nom, wirklich lecker. Ne? Maple ist, glaube ich, Mandel, dann getoasteter Reis, also dieser Puffreis mehr oder weniger und pinkes Salz, also das, oh, ich liebe ja Schokolade, so mit Salz drin, ne? Mit Salz und dann noch irgendwie so, oh, voll meins, also so Karamellschokolade mit Salz zum Beispiel drin, mit grobem Meersalz, oh, ein Traum, Leute, ich sage euch das. Nummer 24, herzlich willkommen bei Weihnachten. Da gibt es dann etwas für die Haare tatsächlich und zwar habe ich hier das Moroccan Oil reingepackt, ja, das ist halt aktuell auch in aller Munde, ne? Das ist, glaube ich, dieses Arganöl. Ein ganz, ganz klasse, gutes Produkt. Ich gebe sowas gerne bei mir in die Spitzen. Sie hat kurze Haare. Das heißt, sie kann sich das entweder als Ölkur machen oder sie gibt sich das halt wirklich ganz vorsichtig dann in die Spitzen. Ich glaube, sie hat so lange Haare. Ja, ist ganz cool. Ich denke, dass meine Stiefschwiegermama in Spee sich extrem über diesen Kalender freuen wird, weil hier viele Produkte drin sind, wo sie austesten kann. Sie hat auch mal im Beauty-Bereich gearbeitet tatsächlich. Also von daher
Ich denke, damit mache ich ihr eine Freude und ich werde ihr gleich allein schon dadurch, dass ich ihr den Adventskalender gebe, schon ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Weil gerade bei Erwachsenen ist es echt so, es ist Ewigkeiten her, so in der Generation meiner Eltern zum Beispiel, die haben Ewigkeiten keinen eigenen Kalender mehr gehabt. Das ist echt cool. Und dieses Jahr haue ich einfach mal einen raus. So, dann gehen wir jetzt mal zu meiner Schwägerin in Spee über. Da habe ich einfach den großen Foodist-Adventskalender umkonfektioniert und umbefüllt. Das passt zu ihr, weil sie halt sehr natürlich unterwegs ist, sehr alternativ in ihrer Art und Weise. Also die haben halt auch ein Schwedenhaus und alles ist sehr hügel, sehr gemütlich und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist dieser Adventskalender erstmal vom Optischen her sehr, sehr passend für sie. Und vom Inhalt, werdet ihr sehen, wird es auch sehr passend sein. Den habe ich tatsächlich gestern erst befüllt. Hier habe ich die Nummer 1. Und da habe ich eine Seife reingepackt von Valoloco. Das ist eine Pflegeseife mit Kokoszucker und Rosmarin. Sie ist ein absoluter Fan von No Waste, Zero Waste und so weiter. Und von sehr natürlichen Geschichten. Und deswegen durfte diese Seife auf jeden Fall mit rein. Die kannst du ja sowohl ganz normal zum Händewaschen verwenden, aber auch für die Körper- und Gesichtsreinigung. Dementsprechend ist das echt ein Produkt für sie. So, dann gehen wir mal weiter zu der Nummer 2. Die habe ich hier. Ja, natürlich darf auch etwas zu essen nicht fehlen. Da habe ich von Dr. Oetker den Seelenwärmer Cremepudding Karamell fein gesalzen. Also das ist, sehe ich voll bei ihr. Ne, dass sie sich einfach mal so ein bisschen diese Gemütlichkeit und die Ruhe gönnt. Wir haben jetzt ja auch ein kleines Kind. Das ja, ne? Habe ich, glaube ich, auch letztens schon mal was von erzählt. Ein Baby haben die bekommen, der ist jetzt gerade ein Jahr alt geworden. Das ist, ach, das süßeste Kind überhaupt. Ich freue mich da gleich drauf, dass ich den erstmal knuddeln kann. Oh, das ist so ein niedliches Kind. Ja, die Nummer 3 haben wir hier. Das ist auch wieder eine kleine. Da ist ein Produkt drin. Das habe ich selber erst vor kurzem von einer Zuschauerin in einem Paket als kleine Aufmerksamkeit bekommen. Aber als ich das gesehen habe, ich musste direkt an meine Schwägerin in Spee denken, weil die mich immer wieder fragt, Mensch Claudi, hast du mal eine Haarseife oder sowas? Hatte ich bislang nicht hier, jedenfalls nicht nochmal irgendwie in der Box oder sowas mit drin. Und ja, jetzt hat mir die liebe Marion, also Trisana Tandler, diese Haarseife geschickt. Marion, bitte sei mir nicht böse, aber das ist prädestiniert dafür, dass meine Schwägerin das bekommt, weil sie fragt mich halt ständig danach. Und jetzt im Adventskalender ist es echt, ne, passt wie Arsch auf Eimer. Und ja, ne, tut mir leid, aber das passt halt so gut, ne. Hier, das mit Apfel- und Goethe-Pflanze, also das sehe ich halt voll bei meiner Schwägerin, wirklich. Also das ist, oh, ich meine, gut, da ist ein Einhorn drauf, das ist jetzt nicht unbedingt ihr Style, aber es wird voll ihr sein. Die riecht auch ganz gut. Also ich persönlich würde sie tatsächlich auch verwenden, aber ich weiß, dass meine Schwägerin in Spee das definitiv lieber verwenden wird als ich und dass sie da mega drauf abgehen wird. Also, ne? Die Nummer 4 ist etwas größer. Haben wir hier. Da habe ich etwas reingetan von Pinus Vital und zwar einen schützenden Lippenbalsam. Ich finde auch Lippenbalsame gehören jetzt gerade auch in diese Jahreszeit. Ich habe jetzt hier auch unter meinem, was ist das hier? Ist das hier? Ein Lippenstift von NARS, der war im Adventskalender drin, ne? In dieser nudigen Farbe trage ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Habe ich auch einfach einen Lippenpflegestift drunter gegeben, einfach um die Lippen zu pflegen. Das brauche ich irgendwie. Und deswegen habe ich hier auch Pinus Vital, ein aus dem Herzen der Kiefer, das passt einfach so sehr zu meiner Schwägerin, ein Lippenpflegebalsam mit reingepackt. Da wird sie sich auch drüber freuen. Bei ihr muss man sagen, sie benutzt jetzt nicht unbedingt viel dekorative Kosmetik. Das eine oder andere habe ich aber so als Empfehlung vielleicht mal so mit reingegeben. Die Nummer 5. Das hatte ich jetzt letztens erst in der Box mit drin, aber da musste ich an sie denken. Das ist ein Deep Sleep Pillow Spray. Habe ich aktuell auch bei mir tatsächlich am Bett stehen und in Anwendung. Das ist das Produkt, was mein Freund nicht so ultra gerne mag, vom Duft her. Aber ich sehe das auf jeden Fall bei meiner Schwägerin im Spiel, dass sie das einfach mal, sie kann es mal austesten. Ein bisschen runterkommen, ein bisschen chillen. Gerade wenn du vielleicht die Nacht durchzecht hast mit Baby und so, dass es dich da die ganze Zeit angeschrien hat. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte nie ein Baby. Ne? Macht das auf jeden Fall Sinn, um ein bisschen runterkommen zu können. So, jetzt sind wir auf jeden Fall bei Nikolaus angekommen. Das haben wir hier. Da habe ich jetzt zwei Produkte reingepackt, weil Nikolaus ist was Besonderes. Oder habe ich hier noch einen Sticker drauf? Den kann ich auch abmachen. Ich habe ja meine ganzen Produkte aus Adventskalendern immer gekennzeichnet mit Stickern. Da habe ich einmal, weil es einfach passt, Dresdner Essenz, lässt dich froh und munter sein, eine Pflegedusche mit Bio-Shea-Butter und Pistazie. Das ist halt ein typisches Nikolaus-Produkt, finde ich, ne? Und jo, Dresdner Essenz ist ganz gut für sie. Und danach kann sie von Lubana eine Körperlotion verwenden. Luxus-Basen, Naturkosmetik, genau, ne? Ist eine kleine Probe, die kannst du dann für einmal verwenden. Und jo, fand ich ganz cool von mir.
Keine Ahnung. Das war so die Idee. So, Nummer 7 haben wir hier oben. Da habe ich etwas reingepackt von Freiöl. Das ist einfach halt auch wieder so natürliches, also natürlich, ich weiß nicht, ob das natürlich ist. Es wirkt natürlich. Ne? Ein gutes Körperöl ist es auf jeden Fall. Ja, ein Pflegeöl ist auch so ein kleines Produktchen. Finde ich auch super. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal aufgebraucht und verwendet. Das kann ich nur empfehlen. Ich glaube auch, dass sie einiges von Freiöl hat. Und ich glaube, ich habe ihr damals auch, als ich die quasi Geburtsbox gepackt habe, auch was von Freiöl mit reingepackt. Also als das Baby halt geboren wurde. Ne? Da mache ich dann natürlich auch immer sowas Schönes fertig. Ich bin ja ein Paketpackmensch. So, die Nummer 8 ist ganz schön groß. Und ist auch sehr schwer befüllt. Genau, da habe ich hier auch etwas mit reingepackt. Ich weiß nicht, die trinken nicht so wirklich Kuhmilch. Und weil sie halt, sie war auch mal so vegetarisch unterwegs und so ein bisschen wollte ich halt da auch anknüpfen. Da habe ich ihr von Joja eine Kokoscuisine mit reingepackt. Das ist etwas, was du fürs Kochen nehmen kannst. Und vielleicht ist das was für sie. Das wollte ich ihr einfach mal so als Empfehlung, als guck dir das mal an, mit reinpacken. Weil ich denke, dass sie sowas verwendet und da Bock drauf haben wird. So, Nummer 9 ist hier. Oh, ich freue mich schon, wenn ich gleich die Adventskalender übergebe und die sich freuen werden. Okay, von Vandini eine Handcreme, weil die geil ist. Blütenwasser und Pflegekomplex mit Magnolienblüte und Mandelmilch. Und das ist halt, ne, cruelty-free, es ist vegan und so weiter. Und das ist voll was für sie. Ich meine, es ist pink. Pink ist nicht unbedingt ihr Ding. Aber da es von mir kommt, ist es, glaube ich, okay. So, auch die Nummer 10 ist hier etwas größer. Ja, diesen Adventskalender konnte ich ein bisschen einfacher befüllen, weil die Kläppchen halt einfach größer sind. Ne? Da habe ich ihr von Malu Wills etwas reingepackt. Das ist ein milder Reinigungsschaum, also ein Cleansing-Gedöns, ein Gentle Cleansing Foam, genau. Für normale Haut und Mischhaut passt bei ihr ganz gut. Und ja, deswegen durfte das mit in den Adventskalender mit rein. Malu Wills ist meiner Meinung nach auch irgendwie eine recht natürliche Marke. Steht zwar jetzt nicht irgendwie ausgelobt drauf, aber ich meine, dass ich das auch sogar schon mal in der Vegan Beauty Basket als Marke drin hatte. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das alles auch alles sehr clean ist. Nicht nur der Cleanser an sich, sondern auch die Marke. Ja, und das passt halt zu ihr. Sie ist nicht so, also, ne, sie hat halt wirklich sensible Haut und da muss man dann aufpassen. Dann gehen wir mal zu der Nummer 11. Die haben wir hier. Da habe ich etwas von Eva Schier reingepackt, genau. Das ist eher so ein Produkt, hey, teste das mal aus. So als Idee, das ist ein Body- und Haarspray quasi, also ein Körper- und Haarparfümeur-Gedöns. Und ja, das ist mit Mango und Koriander. Und sowas sehe ich halt auch echt als ihren Duft. Deswegen ist das jetzt hier mit drin, in der 11. Die Nummer 12. Ist ganz schön klein, es ist immer ziemlich frech, wenn diese Boxen, die für mich Special-Boxen sind, immer so klein sind. Ne? Da habe ich dann immer ein Problem. Aber ich kann das auch anders lösen, indem ich es einfach doppelt befülle. So, da habe ich einfach etwas reingelegt, auch so nach dem Motto, hey, teste das mal aus. Da habe ich einmal Narciso Rodriguez Forher Eau de Toilette. Das ist eine Parfümprobe. Habe ich selber als groß, aber nicht als schwarz. Genau, ich habe das als pinke Version. Finde das ziemlich geil. Und dazu passend, weil pinky, ein Nagellack von LOV, von Love. Ja, das ist einfach hier so ein Soft Sensuality. Ne? Ich weiß, dass meine Schwägerin in Spee nicht so auf solche Nagellacke steht, die ich jetzt hier auf den Nägeln trage, sondern wenn, dann sowas. Und ich bin mal gespannt, ob sie es wirklich verwendet. Ich würde es ja feiern, ne? Weiter geht die wilde Reise mit der Nummer 13, die definitiv keine Pechzahl ist in meinen Adventskalendern. Nein, nein. Hier habe ich ein Shampoo reingepackt von iLuna. Shampoo für jeden Tag mit Blütenglanz und Bio-Rose. Ist eigentlich voll mein Duft. Aber ich habe so viele da, da kann ich auch eins mal weitergeben. Bio, vegan, halal und so weiter. Cosmos, Organic, keine Ahnung. 100% Bestandteile natürlichen Ursprungs, kontrollierte Naturkosmetik. Das ist einfach voll das, wo ich denke, ja, das muss zu meiner Schwägerin ins Spiel, weil sie halt so ein Naturmensch ist. Das hört sich jetzt so merkwürdig an, aber es ist wirklich so, die setzt sehr auf Natürlichkeit, was ich auch echt also beeindruckend finde. Da kann ich mir echt manchmal eine Scheibe von abschneiden, wirklich. 14. Schön groß. Ich mag ja den Foods Adventskalender. Ich mochte ihn nicht nur vom Inhalt sehr gerne. Ich, Spoiler, sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Okay, sondern auch von der Kläppchengröße, ne? Die kannst du super befüllen. Ocean Well Hand and Nail Cream macht Hände streichelzart. Genau. Auch da wieder eine Handcreme mit drin, die halt auch irgendwie natürlich und hast du nicht gesehen, es ist hier auch Nature Org zertifizierte Gedönsgeschichte, maritime Naturkosmetik.
Maritim und Naturkosmetik, da gehen mir sofort die Alarmglocken an und da denke ich an meine Schwägerin ins Spiel. Ernsthaft. Also, ne? 15. Das ist die Nummer 15. Da habe ich ja eine Gesichtspflege reingepackt von No Makeup. Das ist halt auch, das schreit ihren Namen. Multipurpose Hydrating Cream. Dein Schlüssel zu makelloser Haut. Und ja, da wird die sich drüber freuen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ernsthaft. Also, das schreit ihren Namen. Und ich habe auch nicht nur den Adventskalender aufgrund der Optik ausgewählt und der Kläppchengröße, sondern weil du halt hier auch richtig, du hast hier so Rezepte drauf, du hast hier Checklisten drauf. Und die ganzen Sprüche, die hier mit drin stehen, die passen so zu ihr. Das musste einfach sein. Als ich auch den Adventskalender gepackt habe, das habe ich gestern im Wohnzimmer gemacht, habe ich meinen Freund auch gefragt, na, für wen packe ich gerade den Adventskalender? Und der sagte sofort, für meine Schwester. Ich sage, ja, direkt. Das war offensichtlich die Nummer 16. Da gibt es wieder was zu essen und zwar von M.O.I.K. die Honig-Hustenbonbons, passen in die Zeit, sind super lecker und müssen sein, oder? Die Nummer 17 habe ich hier. Da. Ja, auch wieder ein Lavendelprodukt, das ist von Taoasis Aromakosmetik. Das gibst du dir, das ist ein 100%iger Naturduft, also ne, das schreit wieder ihren Namen. Aus kontrolliertem Bioanbau, schreit wieder ihren Namen. Und das gibst du zur besonderen Aromapflege nur verdünnt anwenden, zum Beispiel 8 bis 10 Tropfen auf 50 ml Mandelöl zur wohltuenden Aromamassage. Also du vermischst es mit anderen Ölen zum Beispiel oder du gibst es in so einen Duftspender mit rein, dass es quasi den Raum erfüllt. Schreit ihren Namen. Die Nummer 18. Ja, das hatte ich gerade erst in der Box mit drin. Dr. Botanicals Hemp, also das hört sich jetzt so hart an, aber auch das passt voll zu ihr. Einmal, weil es grün ist, dann, weil es irgendwie Doktor und Botanicals und, ne? Es ist halt auch wieder eine Gesichtscreme. Es ist vegan, cruelty-free und 98% natürlich. Also Wahnsinn. Richtig geil. Das bekommt sie auch. Ich glaube, das hatte ich in der Look Fantastic Box jetzt gerade mit drin. Ja, also das passt zu ihr. Auch wieder eine Gesichtscreme, aber da kann die sich ja einteilen, wie sie lustig ist. 19 haben wir hier. Da habe ich wieder von der gleichen Marke wie eben, von Pinus Vital, ein beruhigendes Hautspray aus dem Herzen der Kiefer. Eine Akutpflege beruhigt akut gestresste Haut, stärkt die Schutzbarriere für sensible Haut. Das schreit ihren Namen, das bekommt sie. Hatte ich in der Juvenilis-Box, glaube ich, mit drin. Ja, ist hier noch kein Sticker drauf. War bestimmt von der Juvenilis-Box. Dann kommen wir auch schon in den 20er-Bereich rein. Hier. Auch hier etwas von Yves Rocher. Also sie hat so schulterlange, lockige Haare. Das ist eine Nutrition Nourishing Cheveux Sec Dry Hair, also für trockenes Haar. Das ist eine Crememaske 2 in 1 ohne Silikone. Das ist halt, ne, dadurch, dass sie halt ein Curly Girl ist mit Silikon Free, ganz gut. Ich kenne mich ansonsten nicht mit dieser Curly Girl Geschichte aus. Sie betreibt diese Curly Girl Methode auch nicht. Ich habe ihr die Videos von der lieben Vanessa von Mrs. Rosa Roth empfohlen, falls sie sich da mehr mit beschäftigen möchte. Joa. Aber da fand ich, dass das hier ganz gut ist. Zum einen eben, weil es silikonfrei ist. Zum anderen, weil eine Haarmaske gut tut. Und weil es von Yves Rocher ist. Ja. Durfte das auch mit rein. Und es ist grün. Das passt. 21. Ich habe die 21 verloren. Wo ist die hin? Da. Blindflansch. Huch, die ist riesig. Und ich habe sie einfach nicht gesehen. Oh ja, da weiß ich, was ich da drin habe. Ja, das ist halt nicht nur ein Beauty-Adventskalender, sondern auch ein bisschen Food mit dabei. Und da habe ich hier das Kürbiskernöl mit reingepackt von Steirer Kraft. Das hatte ich letztens auch in der Juvenilis-Box mit drin und das fand ich echt, ja, passt. Bekommt sie und freut sie sich garantiert drüber. Das weiß ich. Die Nummer 22. Da gehen wir schon Endspurt Richtung Weihnachten. Das heißt, sie kann vor Weihnachten noch einmal mit Kneipp abschalten. Das fand ich auch cool. Die haben eine Badewanne. Traumhafter Schaum, schäumendes Badesalz. Man muss sich einfach mal so ein bisschen die Chillness reinziehen mit Frangipani und Moringa. Da wird sie sich extrem drüber freuen. Das weiß ich. Wer bin ich? Keine Ahnung. Das ist ja nicht daneben, wenn sie den Adventskalender aufmacht. Die Nummer 23. Auch das wirklich vor Weihnachten mal noch mal ein bisschen runterkommen, denn sie hatte den gleichen Weihnachtsstress, wie ich den habe. Sprich, wir hüpfen ja hier von Stelle zu Stelle immer weiter. Das ist von Santa Naturkosmetik eine Anti-Stress-Maske und auch das schreit ihren Namen. Ne? Das ist vegan und für sensible Haut und das ist einfach voll ihres. Auch wenn sie eigentlich nicht so der Maskenmensch ist, aber solche Masken sind mal eine gute Empfehlung. So, jetzt kommen wir zum 24. Dezember, was ja bekanntermaßen Heiligabend ist. Und da habe ich halt etwas reingepackt, was zu ihr passt. Und zwar ein Tee
von Pucker, Holunderbeere und Echinacea, reich verwöhnender Bio-Früchtetee. Ja, ich fand es einfach passend für sie, deswegen ist es in der 24 mit drin. Und ich weiß auch, dass meine Schwägerin in Spee sich extrem über diesen Kalender freuen wird. Ich weiß es einfach. Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht auch an die Männer denken würde. Ich habe natürlich jetzt nicht einen komplett selbstbefüllten Adventskalender für die Männer, weil ich weiß, dass die Männer in meiner Familie das nicht so wertschätzen würden. Aber damit ich da nicht gleich mit leeren Händen sitze, habe ich für meinen Schwager und für meinen Schwiegerpapa in Spee, genau, das ist schwer, noch ein bisschen was mitgebracht. Da bekommt tatsächlich mein Schwager, diesen hier von Sheepwild. Die beiden habe ich tatsächlich auch bei Amazon gekauft. Die kann ich dir mal unten in der Infobox verlinken. Das ist von Sheepwild, a Schoki Stück a Day keeps the Weihnachtsstress away mit vielen süßen Schokoladenschafen. Also, ne? Es ist schon niedlich. Das kannst du nicht anders sagen. Das ist schon niedlich. Ja, hinten hast du dann noch drauf so Kärtchen, fröhliche Weihnachten, eine schöne Winterzeit. Ne? Das kannst du ausschneiden und dann benutzen. Und ja, das fand ich ganz niedlich. Und für meinen Schwiegerpapa in Spee gibt es einen Kinder-Minimix-Adventskalender. Einfach, weil ich das so witzig von der Idee her fand, meinem Schwiegerpapa einen Kinder-Adventskalender zu schenken. Freak. So bin ich. Ne? Finde ich ganz cool. Und ja, es ist ein Pinguin drauf, es ist ein Schneemann drauf, es ist ein Hase drauf, es ist ein Schokofett drauf, es ist ein Eichhörnchen drauf, es ist ein... Oh, es ist so niedlich, ne? Das ist wirklich süß und ja, das bekommen die Herren der Schöpfung dann. Ja, das sind jetzt die 4 Adventskalender, die heute rausgehen werden hier. Ich hoffe, ich konnte dir vielleicht den einen oder anderen hilfreichen Tipp geben. Es wird auch noch weitere Adventskalender, die ich selber befüllt habe, geben, die ich zeigen werde. Aber das hat alles noch ein bisschen Zeit. Ich werde auch den von meiner Kollegin zeigen, den von meiner Ma und Oma und Opa und so. Wobei Oma und Opa haben zusammen einen. Ne? Aber die gehen heute noch nicht raus. Ja, ihr Lieben, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, ob du dieses Jahr auch einen Adventskalender selber befüllst und was du da so reinmachst. Ansonsten, ja, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!